Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meiner Tourenwagen-Setup-Serie, in dem es um Stabilisatoren geht. Wie in allen Folgen werde ich dies auch hier wieder aufzeigen an einem Standard-Tourenwagen und einem Osmatics A800X. Auch dieses Mal der kleine Hinweis, dass alles, was ich hier zeige, auf meinen eigenen Erfahrungen beruht. Das Werkzeug, was wir benötigen, ist gar nicht so umfangreich. Ich habe hier mein Standard-Werkzeugset bereitgestellt und außerdem eine Höhenlehre, die eine etwas größere Skalierung aufweist, als die, die wir für die Fahrzeughöhe verwendet haben. Die Höhenlehre gibt es selbstverständlich von ganz vielen verschiedenen Herstellern. Hier sieht man ganz gut den Unterschied zwischen diesen beiden Höhenlehren. Wir sollten auf jeden Fall eine haben, die so circa bis 14 mm hoch geht. Bevor wir die Setup-Arbeit beginnen, schauen wir uns doch erstmal an, was ein Stabilisator so macht. Hier blicken wir nun auf ein fahrfertiges Fahrzeug von hinten. Wenn wir damit in eine Linkskurve fahren, dann bewirkt die Schwerkraft bzw. genauer gesagt die Trägheit, dass das Fahrzeug nach rechts wankt. Ich simuliere jetzt, was ein Stabilisator tut. Und zwar bewegt er die gegenüberliegende Seite auch etwas nach unten. Und somit wird diese Rollneigung etwas reduziert. Ein Stabilisator hat übrigens keinerlei Auswirkungen beim Beschleunigen oder beim Bremsen, also beim gleichzeitigen Anheben oder Senken einer Achse. So sieht in der Regel ein Stabilisator eines Standard-Tourenwagens aus. Im Grunde ist es ein dünner Federstahldraht, der in so eine U-Form gebogen ist. Hier simuliere ich einfach diese Abwärtsbewegung, die ich vorhin gezeigt habe. Und wenn ich rechts runter drücke, dann ist der kleine Draht gezwungen, auch auf der linken Seite diese Bewegung umzusetzen. Schauen wir uns doch nochmal einen Tourenwagen im Gesamten an. Wir haben hier pro Achse einen Stabilisator verbaut, also vorne und hinten einen. Nun können wir mit der Härte des Stabilisators beeinflussen, wie sehr das ganze Fahrzeug oder auch nur eine Achse wanken soll. Wenn wir nun zum Beispiel härtere Stabilisatoren verbauen, dann können wir Einfluss auf diese Wankbewegung nehmen. Das Auto wankt dann deutlich weniger und fühlt sich direkter an. Man darf aber nicht vergessen, dass auch kleine Schläge auf ein einzelnes Rad mit übertragen werden können. Und das gerade bei härteren Stabis. Interessant wird die ganze Geschichte nun, wenn ich nur an einer Achse ein Stabi verändere. Nehmen wir an, ich mache im vorderen Bereich, also an der Vorderachse, den Stabi weicher. Was passiert? Das Auto generiert vorne etwas mehr Griff, da es mehr neigen kann. Und im hinteren Bereich, also an der Hinterachse, verliert es etwas Griff. Also das kann zum Übersteuern führen. Und genauso ist es andersrum. Da muss man erstmal grundsätzlich entscheiden, möchte ich, dass es grundsätzlich mehr wankt oder weniger wankt. Und dann muss ich herangehen und entscheiden, an welcher Achse ich was ändern möchte. Hier sieht man sehr gut, wie sich Setup-Arbeit auswirkt und dass es immer ein Kompromiss ist. Aber wie beeinflussen wir eigentlich die Stabi-Härte? Im Grunde ganz einfach. Wenn wir einen härteren Stabi haben möchten, dann erhöhen wir die Drahtstärke. Das heißt, wir tauschen den gesamten Stabi aus gegen einen dickeren. Diese sind auch gekennzeichnet mit solchen Ringen oder in einer Farbskala. Da müsst ihr einfach bei eurem Hersteller schauen. Die Drahtstärken hier belaufen sich von kein Ring ist 1 mm, ein Ring ist 1,1 mm, zwei Ringe 1,2 und so weiter. Genug Theorie. Lasst uns einen Blick auf einen Standard-Tourenwagen werfen und auf was man beim Stabi-Einbau achten sollte. Bevor ich einen neuen Stabi einbaue oder einen auswechsle, prüfe ich auf einer geraden Platte, also auf dem Untergrund, ob er denn überall plan aufliegt. Falls dies nicht der Fall ist, kann man versuchen, ihn vorsichtig nachzubiegen. Bevor wir mit dem Stabi beginnen, möchte ich noch auf Folgendes hinweisen. Wichtig ist, dass die Chassisplatte auf einem geraden Untergrund plan aufliegt. Dann sollten die Schwingen ganz frei sein, also frei fallen und nicht klemmen, wie auch im Vorbereitungsvideo gezeigt. Und der Ausfederweg sollte links wie rechts auf beiden Seiten gleich eingestellt sein. Die Dämpfer müssen komplett demontiert oder zumindest ausgehängt werden. Nun können wir endlich beginnen. Ich habe hier bereits meinen Stabi an den hinteren Aufhängungspunkten montiert. Hier hat jeder Hersteller seine eigene Philosophie, wie das richtig ist. Schaut einfach in euer Handbuch. Auf jeden Fall wichtig ist, dass der Stabi zentral eingelegt ist und nicht klemmt. Er muss ganz frei fallen und sich frei bewegen lassen. So ein bisschen Spiel ist erlaubt.
Ich nehme diese Kugelpfanne mit den Umlenkhebeln und befestige sie am Ende des Stabilisators. Hier sollte man auch darauf achten, dass alles sauber und frei läuft und dass diese Madenschraube exakt nach oben zeigt. Und möglichst symmetrisch sollte man das auf der anderen Seite auch tun. Nun ist der Stabi komplett eingebaut, muss aber noch eingestellt werden, aber man sieht schon seine Wirkung. Wenn ich die Achse rechts hochhebe, dann bewegt sich die linke mit hoch. Die Bewegung der linken Seite wirkt sich auf die rechte Seite aus. Nun geht es noch darum, die Genauigkeit von links und rechts anzupassen. Ich nehme meine Höhenlehre zur Hand und schiebe sie auf einer Seite, jetzt hier erstmal auf der rechten Seite, unter den Querlenker und das so weit außen wie möglich. Dabei beobachte ich die linke Seite und wenn die sich anfängt zu heben, dann merke ich mir den Wert, den die Höhenlehre anzeigt. Nun nehme ich die Höhenlehre und schiebe sie auf der anderen Seite genauso unter den Querlenker. Dabei schaue ich auch auf die rechte Seite und warte, bis sie sich anhebt. Hier sehen wir schon, dass der Wert deutlich höher ist, also die Links-Rechts-Balance des Stabilisators bzw. der Einstellung nicht ganz stimmt. Das müssen wir nun anpassen. In diesem Fall muss ich den rechten Kugelkopf weiter rein und den linken weiter rausschrauben. Ich drehe hier meine Vierteldrehung und messe dann erneut. Ich vergleiche auch immer wieder die linke Seite mit der rechten Seite und justiere nach, bis die Werte genau gleich sind. Dieser Vorgang braucht etwas Zeit, aber die sollte man sich nehmen und links und rechts wirklich genau gleich anpassen. Wenn nicht, dann kann es sein, dass sich das Fahrzeug in Linkskurven anders verhält wie rechtsrum. So, nun komme ich zu dem Schluss, dass es so ganz gut passt, weil die linke Seite auf den gleichen Wert angepasst werden konnte wie rechts. Zum Schluss prüfe ich komplett ohne Höhenlehre einfach auf Sicht, ob links und rechts diese Hebebewegung symmetrisch ist. Für mich sieht das so gut aus und ich bin mit dem Endergebnis zufrieden. Nun kommen wir zum Stabilisator am Automatics A800X. Hier sehen wir gleich, dass wir nichts sehen, denn am hinteren Teil ist kein Stabi verbaut. Diese sind immer zur Chassis-Innenseite zugewandt. Ich finde diese Einbauweise sogar logischer, denn man sollte ja das Gewicht immer möglichst zentral halten. Um hier einen Stabilisator zu kontrollieren oder einen neuen einzubauen, müssen genauso die Dämpfer ausgehangen werden. Dazu löse ich diese Schrauben, die die Dämpfer arretieren, schiebe sie dann komplett nach innen rein, nehme so einen kleinen flachen Schraubenzieher und hänge diese Verbindungsstücke von Dämpfer zum Querlenker aus. Ich kann diese Verbindungsstücke, also die ST05L heißen die übrigens, komplett entfernen und dann gehen sie auch nicht verloren. Und das gleiche mache ich auch auf der anderen Seite. Nun sollten sich die Querlenker komplett frei bewegen lassen. Somit reinige ich nochmal die Chassisplatte und auch mein Setupboard und lege mein Chassis komplett plan auf die Platte. Auch hier können wir die Funktion des Stabis sofort sehen, indem wir eine Seite hochheben. Um die Wirkung des Stabilisators genau zu messen und zu sehen, ob links und rechts passt, gehen wir genauso wie beim Standard-Tourenwagen vor. Wir heben die eine Seite hoch, bis wir sehen, dass die andere Seite sich mit anhebt und messen diesen Wert mit der Höheneinstelllehre. Ich vergleiche nun diesen gemessenen Wert auf der rechten Seite, ob er denn der gleiche ist. Dies sollte der Fall sein. Hier zeige ich die Hinterachse aus einer anderen Perspektive. Da sieht man den Stabi sehr schön und wie er auch arbeitet. Hier erkennt man aber auch sofort, dass wir momentan gar keine Einstellmöglichkeiten haben. Wir haben hier lediglich diese Arretierschrauben, die das Kugellager festhalten, die von innen oder außen arretiert werden können. Hier ist unbedingt darauf zu achten, dass der Stabi genau mittig positioniert ist, sonst ist er links und rechts nicht gleich. Besonders wichtig ist auch hier die Prüfung, ob der Stabi denn überhaupt gerade ist. In diesem Fall habe ich einen genommen, der nicht ganz gerade ist. Man sieht es hier rechts, liegt er nicht ganz auf. Uns bleibt nichts anderes übrig, als den Stabi zu nehmen und so lang vorsichtig zu verwinden, bis wir ihn etwas zurechtbiegen.
Nach dem Zurechtbiegen prüfe ich wiedermals, ob er nun überall plan aufliegt. Jetzt sieht's doch ganz gut aus. So können wir den Stabi dann auch verwenden und einbauen. Ich möchte auch auf dieses kleine Verbindungsstück eingehen, das aussieht wie so eine Banane und das die Verbindung zwischen Querlenker und dem Stabilisator herstellt. Es hat nämlich zwei verschieden große Löcher. Dieses Teil, P05 heißt es übrigens, hat auf der einen Seite ein kleineres Loch für Stabis 0 und 1 und auf der anderen Seite ein größeres. Das sollte man auch unbedingt beachten und gegebenenfalls umdrehen. Zum Abschluss schiebe ich diesen Dämpferstift wieder ein und zum Zurückschieben an seine Position habe ich mir so einen kleinen Schraubenzieher zurechtgefeilt und so ein kleines U oder so eine kleine Kerbe hineingeschliffen. So kann ich diesen Stift gut packen und einfach wieder an die Stelle schieben. So, das war's wieder von meiner Seite bezüglich den Stabilisatoren in einem Tourenwagen. Ich hoffe, dass ich es ein bisschen interessant gestalten konnte und dass ich etwas aufzeigen konnte, was für euch neu war. Ist schon erstaunlich, was so ein kleines Stück Draht in einem Tourenwagen bewirken kann. Falls ihr diese Videoserie gut findet, dann teilt sie einfach mit anderen Leuten, damit sie auch einen besseren Einblick in die Setup-Arbeit bekommen. Ich danke euch wiedermals fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video, wo es um das Thema Dämpfer und Federn geht. Also, dann macht's gut, bis bald, euer Gregor.